Hallo meine Lieben, ja, willkommen zum Video. Ich habe euch in den ersten Tagen von dem Flipbook gezeigt, das Designpapier. Und jetzt möchte ich mit euch Elemente machen. Und ich bin überlegen, was ich genau mache. Weil viele Optionen habe ich nicht, weil das sehr, sehr schmal ist. Und ja. Achso, ich mache euch nochmal kurz Pause. So, ich habe mir jetzt da was hingelegt. Ich werde das jetzt. Kann ich da nachher was reinfüllen, wenn ich es will? Diese Seite habe ich eine Banderole geplant. Dann kann ich hier auch noch was reintun. Zum Beispiel, so ein Spruch. Das heißt, dann muss ich die Taschen machen. Entschuldige, wenn ich das so leise rede.
kann ich immer noch. Und diese Tasche, die werden jetzt hier benutzt. So. Die jetzt an drei Seiten entlang. Mir fällt da auch nichts, weil das sowieso nichts bringt. Dekorieren tun wir natürlich auch noch. Das machen wir zusammen. Auch das Cover. Da wird dekoriert. Ich ziehe die Tasche auch noch fest. So, ich mach mal kurz den letzten und dann bin ich auf jeden Fall da. Sehr gut, wir haben das schon mal durch. Also hier, da wollte ich noch ein DSP haben. Ich schneide mir schon so einen Streifen. Messen wir den einmal aus. Weiter brauche ich ja nicht. Ich brauche nur die 22. So.
Das habe ich jetzt erledigt. Ich hoffe, ihr habt meine Gedanken gerade nicht gehört. So, weiter geht's. Ich habe nur vergessen, dass ich aufnehme. So, weiter geht's. Ich wollte dekorieren. Genau, ich wollte dekorieren. Jetzt kommen nämlich die Sprüche im Einsatz. Yes. Ich war natürlich erhöht angeklebt. Ich war auf jeden Blatt ein Spruch. Und zwar Kreuzbeet. Also so soll das am Ende auch aussehen. Und ich werde es aber nicht. Ich werde erhöht, nicht erhöht, 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 nicht erhöht. Genau. Ich mach das mal eben schnell, dann bin ich gleich wieder für euch da. So, ich bin wieder da. Ich habe mir mal meine Stickertasche geholt. Da sind meine ganzen angebrochenen Stickers drin. Und jetzt ein bisschen was davon verwenden. Nicht nur gerade was. Die beweichen, den beweichen wir noch auf. Mach den Käfer. Ja. Das kann ich auch schon mal nehmen. Das ist. Die hier werde ich auf jeden Fall benutzen. Die. Da sind noch da nochmal Mandarinenkäfer. Mandarinenkäfer. Komisches Deutsch. Auf jeden Fall wird da einiges drauf gehen. So. Und wir dekorieren jetzt. Und diese Tasche hier kommt soll ich hier drauf? Ne, auf die Tasche, Entschuldigung, die Tasche kommt. So. Nehme ich jetzt die.
Ja, das ist noch ein Litron. Hier drauf. Komm mal. Sticker schon mal rüber. Dann nehme ich mal die Schmetterlinge. Sieht sehr, sehr verrückt und bunt aus, aber ich liebe es. Ich liebe bunt. Ich kriege die Schmetterlinge nach Gesellschaft. Und so, was ich hier mache, weiß ich noch nicht. Das mache ich sehr, sehr spontan. Ihr seht das auf jeden Fall im Craft Update. Was ich auf jeden Fall jetzt machen werde, ist das Cover dekorieren. Da zeige ich euch, bevor ich das ein Craft-Update und ich daran weiter gearbeitet habe. Wir benutzen jetzt bunt gemischt. Ich will die Stickers verwenden. Ich habe noch zwei Schubladen voll.
Das wird doch nicht komisch. Das wird mir Schmetterling gebracht. Und mal den Klang verbracht. Denn die kommen jetzt immer noch so einen Satz dazwischen. Es werden bestimmt einige Mängel, dass du viel Deko verwendet, aber ich liebe das. Ja. Und das Cover ist fertig. Wie gesagt, wie das am Ende komplett aussieht, weiß ich noch nicht. Das entscheide ich spontan. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben mit dem Flip-Pop mit vielen Klappen. Verstaumöglichkeiten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Basteln. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, tschüss und ciao, ciao.